Was zum Teufel? Frank! Frank! Hey! Hey! Wer ist da? Ja, und somit herzlich willkommen zu Dead Rising 4. Eigentlich muss ich ehrlich zugeben, ich bin sehr enttäuscht über mich selber. Da das mein erstes Dead Rising ist, weil es gab es ja leider eigentlich immer, soweit ich weiß, ich glaube auf Xbox. Und ja, so lange habe ich noch keine Xbox. Deshalb muss ich leider auf die anderen Teile sehr verzichten. Aber ich weiß, es soll von einem alten Teil aus spielen. Also ein bisschen was über Dead Rising weiß ich schon, aber jetzt vergangene Story-Elemente oder wie auch immer, kann ich jetzt leider nicht sagen. So, was haben wir hier? Oh, die Furze hier. Karotte meine ich. Hier, keine bösen Worte. Obwohl, komm, okay, das Spiel ist ab 18. Drauf geschissen. Ja, es soll ja, glaube ich, irgendwie ein bisschen in dem Einkaufsgebäude stattfinden, wo wir schon mal waren. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Teil 1 ist oder Teil 2 oder wie auch immer. Hey, das sind richtig viele. Okay, ich kann auch schießen. Also die Einblendungen sehen aus wie von meinem Fernseher. So, oh, hier haben wir so eine schöne... ist da gerade einer verschwunden? Kann ich nachladen? Nein! Verdammt, von hinten! Mal ehrlich gesagt, wie kann ich nachladen? Oh, treten! Okay, nachladen, springen. Ich kann nicht nachladen, Alter. Oder habe ich nur einmal gezielt? Double Headshot! Nein, daneben. Alter, guck mal die... Ah, ich habe nur ein Magazin gehabt. Guck mal, die Tusi hier vorne. Wieso? Die sieht noch normal aus. Aber es ist leider auch nur ein Bild. Okay. Moment mal, wir gehen einfach mal hier... Ach so, ich will da einmal sprinten. Und dann geht er in die Hocke. Ich soll zu einem Geist gehen. Vor allem mein... Hier, mein Baseballschläger... Bringt halt auch nicht mehr so viel. Was? Oh, Alter. Die habe ich auch schon mal gesehen. Juhu. Sehr nice. Wow. Hier, okay, kann man so einen schweren Angriff machen. So, oh, Achtung. So, wow, die Drehung des Todes. Verpiss dich. Gibt's ja gar nicht. Zum seltsamen Leuchten gehen. Okay. Leute. Man kann sie so ein bisschen in eine Reihe ziehen, weil wenn sie alle von vorne kommen, können ja so mehrere auf einmal machen. Ich muss so ein bisschen auf mein Leben aufpassen. So, wir laufen mal zum Leuchten hin. Der eine fliegt hier hin. So, Alter, ne Axt. Oh, eine Elektro-Axt. Sehr nice. Guck mal, das brutzelt alle ab hier. Okay, ja, wir sind, glaube ich, auch sogar der Frank West. So, kommt her, komm her, komm her. Und einmal hier rein. Oh. Sieht aus wie so ein König. Wie so ein Zeus. So, hier soll ich reingehen. Hier sind mir ein bisschen zu viele gerade. Ich messel mich durch. So, wir schauen uns mal hier. Alter. Und... Alter, die Körperteile. Sie fliegen einfach weg. Wie als hätten sie Flügel. So, hinter mir sind auch ein paar. Oh, langsam wird's ein bisschen grau hier, gell? So, ja, weil unser Leben fällt so langsam. Was ist los mit dir? Oh, ich habe nochmal eine Waffe bekommen. Aber ich gehe erstmal hier. Ich weiß noch damals, war das im ersten oder zweiten Teil, wir mussten doch irgendwie so Medikamente für, glaube ich, unsere Tochter oder so finden. Oder für irgend so ein kleines Mädchen. Das weiß ich noch so ein bisschen. Aber wie gesagt, gespielt selber habe ich es halt nie. So, komm, wir gehen mal hier. Ah, guck mal. Könnt ihr hier rüberklettern? Nein! Oh, oh, oh. Ja, komm, hier ist plötzlich.
Oh. Explosionsbolzen. Hey. Ganz ruhig, Kollege. Sehr nice. Bam. Sieht aus wie Feuerwerkskörper, ja? Die so mega explodieren. Das muss ich mir nicht geben. Ich habe Millionen von Fans, die wissen, dass ich recht habe. So, in die Masse rein. Ja, da habe ich mich vielleicht. Oh nein, wir haben was Neues. Alter, die macht so, eine, so einen Tunnel, oder? Bahnt sich hier so richtig durch. So, oh, 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 oh. Achtung. Oh nein, meine Axt ist gleich down. Oder? Ich bin gleich down. Oh, meine Freunde. So, Alter, wo bin ich gelandet? Ihr lauter Leute. Oder lauter Zombies. So, was soll ich holen? Ihr verschwindet alle mal. So, wir müssen ein bisschen aufpassen. So, was haben wir denn hier Tolles? Oh, was haben wir hier? Der greift immer weiter an. Wow, sehr nice. Alles fackelt. Alter, wie sie ihn hochgehauen hat. Mega gut. Okay, super. Weißt du was? Alle hatten ihren Spaß. Kann ich jetzt gehen? Oh, da ist auch einer. Medaille vom Präsidenten und als ich ihm die Hand reichte, rutschte ich aus und schlug ihn aus Versehen. Auf den Hals. Auf den Hals? Bin ausgerutscht. Du hast dem Präsidenten ein paar an den Hals gegeben? Du liebst es, mich schlecht aussehen zu lassen, oder? Du hättest Boulevardjournalistin werden sollen. Ach, leck mich. Oh, sorry, ich vergaß. Sensibles Thema. Boulevardjournalisten töteten deine Eltern. Haha. Wohin geht's denn überhaupt? Was zum... Lass mich erklären. Du hast gesagt, wir würden Minigolf spielen. Bei allem Respekt, Professor, dass du darauf reingefallen bist. Ich liebe Minigolf. Hör mal zu. Es gibt da diese geheime Militärbasis. Oh, bitte nicht schon wieder eine Verschwörungstheorie. Hör doch mal zu. Sie führen da illegale Experimente durch. Dreh sofort um. Menschliche Experimente, Frank. Dreh sofort um. Frank! Wow! Frank! Habe ich in unseren Gesprächen nach dem Unterricht jemals angedeutet, dass ich zurück nach Willamette will? Keine Sorge. Du musst dich entspannen. Ja, sagte sie, bevor das Gekreische begann. Du sagst doch immer, dass meine Handyfotos totaler Mist sind. Sind sie auch. Also, wäre der beste Lehrer ein Weltklasse-Fotograf, richtig? Das ist meine Kamera. Ja, sie hing in deinem Kleiderschrank. Der verschlossen war. Nicht sehr fest. Hör zu, die Quelle hat da viele volle Leichensäcke gesehen. Humanversuche in einer alten Raketenbasis. Komm schon, Frank. Wie kannst du Nein dazu sagen? Nein. Frank, das ist unsere Chance. Bitte. Gut, aber ich fahre. Was? Nein, das ist mein Auto. Ha! Mann am Steuer hier. Ich darf ja endlich mal die Musik auswählen. Yeeha, Cowboys! Zu lernen. Vor 2 Minuten war das noch meine Story. Du bist hier, um zu lernen, wie ein echter investigativer Journalist arbeitet. Nur mit seinen Notizen, seiner Kamera und seinem Mut. Verstanden?
Wow. Nummer zwei. Deine Quelle sprach von illegalen Humanexperimenten. Das heißt, einiges dort willst du wahrscheinlich lieber nicht sehen. Ja. Wenn das passiert, bleibst du cool. Du machst Notizen, ich mach Fotos, wir schnappen uns die Story und verschwinden. Okay. Man will als erster mit der Story rauskommen, nicht an ihr zerbrechen. Verstehe. Konzentrier dich aufs Ziel, okay? In Ordnung. Gute Story, dann kriegst du die nächste. Geht auf Faust. Nein. Na los, mach schon. Ich kann das nicht. Bist unter deinem Niveau, was? Verstehe. Machen wir uns an die Arbeit. Verrückter Knacker. Hat der denn konnte reinkommen? Ja, in einem Schuppen irgendwo hier gibt es eine Sicherheitskarte. Na gut, dann mal los. Naja, okay, das mit der Ghetto-Faust, das kam gerade auch ein bisschen seltsam. So, was haben wir jetzt? Ja, jetzt hat man mega coole Waffen. Da ist der Schuppen. Ich check das. Pass du auf. Ja, geht klar. So, okay. Schauen uns mal ein bisschen um. Stoßen wir auf Menschen, auf Zombies? Wie viele Überlebende gibt's überhaupt? So, na, easy. Okay. Und jetzt? Die ist für eine Tür. Komm schon. Okay, ach, von der Türe. Ich will nicht über den Haufen geschossen werden, okay? Ja, einfach vorne reinschleichen. Oder reinrennen. Mal da drüben. Da vorne haben wir schon einen. Oh, und die rennt los. Frauen, die trampeln. Hey, in Deckung. Oh, scheiße. So, da oben sind noch zwei. Was kann ich jetzt hier Tolles machen? Frank! So, 100 Punkte. Nein, der ist nur schlafen gegangen. Nein, nein, der macht nur ein Schläfchen. Oh. Okay. So, war das ja schon die Türe, weil die so offen ist? Nee, denk mal hier vorne. Ausbildungslager. Die Typen waren in voller Kampfmontur. Und was soll das mit den Masken? Hab's gesehen. Könntest du mal einen Gang runterschalten? Was auch immer hier ist, wir schnappen es uns. Versprochen. Ah ja, wusste ich doch, dass ein kleiner Frank West in dir steckt. Schnauze. Warte doch. Sch, ich hab was gehört. Oh mein Gott. Mach Fotos. Meinst du echt? Ist nicht mein erstes Mal, weißt du? Ich frag mich, wie gut zu Hause das Wetter ist. So, einen Moment. So, oh, hier Megapunkte. Terror, Horror, Drama. Okay. Und Selfie. Yeah. Was zur Hölle tut? Okay. Rang D. Ah, okay, gibt also bessere. Viel bessere. Was läuft denn hier? Finden wir es heraus. Okay, kommen wir hier durch. Nix abgeschlossen, sehr schön. So, einfach den Gang entlang. Ja, kann man den Kontakt trauen, weil den kenne ich ja gar nicht. Ja, Hallöchen. So. Alter, wie die blutet. Ist okay? Mein Therapeut meint, okay wäre ein fortwährender Prozess. Probier's mit der Tür da. Ich versuche hier oben was zu bewegen. Okay, ich bin auch ein bisschen blutverschmiert. Alter, wir tun hier richtig Spuren hinterlassen. Ist auch geil. Irgendwie gefällt mir der Ton nicht. Oh, Leute. Und jetzt wird sicherlich gleich aufgemacht. Nein, 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 nicht drücken. Nicht drücken. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Nehmen wir uns einen nach der anderen vor. Bereit? Ja, bin bereit. Bereit, Desk. Nein, einen Moment. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, von der Seite? Hallöchen.
So, wie kann ich überhaupt das benutzen, den Kaffee, wo ich hier aufgehoben habe? Das ist so meine Frage. So, was machen die hier? Alter, können wir hier einfach so wegtreten? So, gehen jetzt gleich die nächsten Türen auf. Hey, warn mich doch vor! Die sagt halt einfach gar nichts. So, oh, oh! Jo, zwei auf einmal. Na, komm her! Kommt her. Sind das alles Frauen? Und halt auch mit hier alle rasiert. Bam! So, du da weg da! Alter, wie viel Blut an mir dran klebt. So, liegt hier irgendwas? Kann ich gar nicht reinlaufen? Nee, ich hänge hier irgendwo. Irgendwie hänge ich so ein bisschen. Wo? Ah, Momentchen. Elektroschocker. Komm, das hört sich gut an. So, Waffenmenü, indem du nach rechts für Fernwaffen, hoch Nahkampf, links Wurf. Okay, weißt du schnell deine Waffe? Aha, aha. Hast du Gegenstände Feinde, indem du drückst, hältst bei vollem Metall. Ja, damit kann ich was anfangen. So, das heißt, hier kann man so schauen. Aber für mich ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, wie kann ich dir so ein Käffchen trinken? Ja, etwas essen. Ah. Mach. So, okay. So, meine Ladies. Wieso laufen die alle darüber? Ist irgendwas Besonderes? So, oh, was? Nein, war ich jetzt... Oh, die hat mich voll gebissen. Macht das jetzt viel aus? Das sind halt auch nicht so gut, die Waffen hier, gell? Halt für die Massen nicht gut. So, geht mal weg. Einmal weggetreten. So, Alter, voll in den Mund. Wie was anderes, was du in meinen Mund nimmst. Oh, da hinten ist noch jemand. Okay, wir trinken nochmal einen Schluck. Dann nehmen wir das hier mit. Wie in alten Zeiten.